Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Dark Souls Remastered mit mir, dem Terminus. In der letzten Folge kann man sagen, wir haben so das erste Drittel dieser Welt erkundet, abgeschlossen vielleicht. Eins, zwei, aua. Auf. Hör auf! Ich mag das nicht. Gleich mal nicht so gut. Wir haben noch relativ vor uns. Wir haben noch eine Hälfte fast da oben und dann noch einen kleinen Teil unten. Deswegen würde ich mal so grob schätzen, wir haben ein Drittel geschafft. Wenn die uns nicht sehen, bin ich froh. Tun sie nicht. Sehr gut. Wir kriegen noch einen Türschlüssel irgendwo, leck mich am Arsch. Hallo? Hat mich irgendwer gesehen, der mich da angekrunzt hat? Oh. Jetzt schon? Oh. Ich hasse es da unten. Und ihr werdet sehen, warum. Na, ich gehe da gleich runter. Ein Krähen. Ah, natürlich. Ja. Guck mal, was. Was? Ah, der hat mich angepfeilt. Und wo? Ich verstehe. Ich hätte gerne, dass der Feuerspacko stirbt. Genau deswegen. Von wo? Ach, da oben. Du siehst mich. Sehr eines Kriegers. Geil, geil. Haben wir das auch. Dann geht's direkt zurück zu Bonfire, hat sich ja gelohnt. Wir haben 12 Estus. Und ich frage mich, warum? Nein, ehrlich, warum? Hab ich. Hä? Bitte was? Wo kommst du her? Guck mal. Pass mal auf, mein Freund. So gehen wir hier nicht miteinander um. Wo kam der her? Ich habe doch alle drei besiegt. Ah, wenn der Bogenschütze mich sieht, muss der mich auch gesehen haben und runtergekommen sein. Sehr unangenehm. Wir machen mal so, dann sehen wir, wann die kommen. Ich hasse euch. Irgendwie schon ganz toll. Ja, ist ja gut, Feuer. Was ist los mit dir? Wir haben hier jetzt ein Item runtergeworfen und das ist Menschlichkeit, Seele. Menschlichkeit, okay. Ich sag ja, mittlerweile kenne ich die Drops so halbwegs. Gruselig. Egal. Wir gehen jetzt hier nochmal hoch. Ihr seht uns nicht. Lassen uns nicht nochmal von den Mongos sehen. Und gehen in die Kanalisation, was immer ein großer Spaß ist. Weil hier unten gibt es unsere Lieblingsgegner. Da seht ihr schon einen im Mondesschein. Da ist auch irgendwo einer. Da, du hässliche Kackbratze. Tu nicht so, als ob ich dich nicht sehen kann. Da päuse ich halt komplett nichts. Hallo? Sind Sie bei Bewusstsein? Aua! Mein Gott, mit dem Schwert sind die auch so schlimm zu machen. Ich habe den 50.000 Mal draufschlagen müssen. Hier sind drei oder vier. Okay. Auf jeden Fall vier. Ich hab dich getroffen. Stirb, bitte, danke. Kurz nochmal, 13 Menschlichkeit. Wenn ich hier ins Licht gehe, kommt der da vorne dann? Ah, 5! Klar. Immer schön Shield und ausweichen. 1, 2. Und zwei kleine. Ich mag die nicht. Unfair. Dich mag ich. Das ist ganz unangenehm, glaube ich. Ich hasse euch. Ich habe auch jeden Grund dazu. Weg.
Die sind halt so unglaublich stark. Weil die einem so viel Damage drücken. Fuck you! So. Allein könnt ihr nämlich doch nicht so viel. Man darf nur auch beim Angreifen nicht in ihren Scheiß rein. Okay. Weil das tut ja auch weh, natürlich. Moment, ist da links noch der eine. Ups. Pam. 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 Bitte was? Komm nochmal zurück, bitte. Das war jetzt so nicht geplant. Gib ich zu. Pam. Oha. Ja, das hast du so nicht gewollt, glaube ich. Wir müssen hier einen Schlüssel bekommen. Irgendwo hier unten ist ein Schlüssel. Oh, das können wir mal ganz kurz aktivieren. Das gibt doch Sinn. Ja? What? Dark Souls? Bist noch da? Das sollte so nicht. Cool, dann kann ich ja einen Schluck trinken, ne? Hallo? Was geht denn so auf Twitter? Ja, das habe ich jetzt echt noch so nicht. Ja. Hängst du gerade? Wirklich? In dem Gebiet, wo ich nicht nochmal runter will? Pass mal auf. Ich schneide jetzt. Und wir sehen uns nie wieder, weil ich auf ewig in diesem Ladescreen gefangen bin. Was haltet ihr von der Idee? Ich weiß nicht mal... Wie wird das jetzt gespeichert? Gar nicht? Okay, wisst ihr was, ich bin mal ganz kurz weg. Gott sei Dank. Gott sei Dank, nicht zu viel gelöscht. Bitte schmier nicht ab, Kind. Ja. Danke, oh Gott, ja. Normalerweise kommt es nämlich gar nicht jetzt zum Laden, weil es einfach da hochkartet und das macht. Was jetzt gerade passiert ist, weiß ich nicht. War lustig. Bitte nochmal. Und jetzt können wir eigentlich zum Boss. Was wir stattdessen machen, ist noch den ganzen Untergrund erkunden. Die zweite Hälfte von der Welt erkunden. Das komische Ding besiegen. Und dann können wir so langsam über den Boss nachdenken. Jetzt müssen wir aufpassen. Hier gibt es noch mindestens ein Item, was wir wollen. Vielleicht mehr. Und natürlich euch. Okay. Weithändig gehen die. Aber ich weiß nicht, warum ich die jetzt mit einem Schlag kaputt hau. Also halt in die... komischen Zerfallstatus da bringen. Schlüssel für Anbau, richtig, das wollten wir. Das eröffnet uns wieder ein gutes Stück. Und das war nicht das einzige Skelettrad hier. Weiter, aha. Komm mal hier rein. Das ist eine Sackgasse. Fuck you, Mann. Was weiß mit dir? Immer schön warten, bis sie sich wieder zusammengesetzt haben. Nein. Nein, nein, nein. Dann können die nämlich nichts. Dann fallen die wieder auseinander mit einem starken Schlag. Wenn du einen starken Schlag machst, werden sie sich aufbauen. Zählt das nicht. Oh nein. Nein. Lol, 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 lol.
Nein. Nein, nein. So nicht, mein Freund. Hier unten sterbe ich nicht. Ihr bekommt nicht meine Menschlichkeit. Aber ganz sicher nicht. Ich glaube, das war's auch. Hier könnte noch irgendwo eine Seele liegen oder so. Aber dann wäre auch egal. Hier können wir gleich hoch. Ist eigentlich egal, wo wir da hochgehen. Ich glaube, es gibt nur zwei Wege nach unten. Den Weg gekommen sind und den wir gerade gefunden haben. Naja, ich würde mal sagen, wir haben ja alles. Okay. Hier lang. Da lang. Flippt das Rad. Hier lang. Und hoch. Schwert im Gesicht. Dann sind wir nämlich hier. Da oben liegt einer. Aber da kommen wir jetzt gleich hin. Die sehen uns nicht. Hoffe ich. Tipp. Ich weiß, wenn ich nicht weiß, was für ein Item da ist. Kann man da hin? In der Treppe sieht das so aus, als ob man da hin kann, aber da ist nichts. Cool. Ja, wenn ich nicht genau weiß oder nicht mal eine Ahnung habe, was das für ein Item sein könnte, was ich da gleich aufhebe, dann ist es scheiße. Nicht werfen, bitte. Ich bin sensibel. Mit dem Schlüssel können wir jetzt hier rein, soweit ich weiß. Und uns verprügeln lassen. Was geht ab? Okay, wir haben noch 7 normale, 10 große. Das ist beruhigend. Hier werden gleich wieder... Oh nein, die Stelle. Hier bin ich im Stream ein paar Mal verreckt. Komm her, her! Hier haben wir nämlich noch das Item. Ah ja, Weckers Degen. Den sollte ich vielleicht sogar ausrüsten können, aber ich habe gerade Angst, dass ich gleich angegriffen werde. Es kam bisher nichts, wir gehen mal ganz kurz hier rein. Weckers Degen! Natürlich wesentlich schwächer als unser Panzerbrecher gerade. Der braucht auch Intelligenz. Und macht dann Dunkelschaden. Oder was ist das? Interessant. Interessant. Warte, das macht so 166. Wenn man es tragen kann. Und das wäre fast so stark wie unser Panzerbrecher und das ungelevelt. Wie gesagt, wenn man es tragen kann. Und mit genug Intelligenz, ich glaube für einen Magier, ist das eine Waffe. Könnte man sagen. Gehen erst hier nach hinten. Das sind weitere Pupsfresser. Ficker. Okay. Die würde ich schon gerne alle mit dem Blitzspeer machen. Weil die stinken zu krass, das nicht zu tun. Ja, komm hoch. Hoppla. Pa! Bei diesen Vergiftungsscheiße habe ich einfach keinen Bock drauf. Ich glaube, wenn ich da hingekommen, Gegner. Dunkle Glut. Jetzt können wir unseren Waffen den dunklen Attribut geben beim Schmied. Dinge, die ich nie mache. Ich hab's gewusst, wie viele. Da sehe ich doch noch einen. Aber gut. Solange der nicht kommt. Ist das ja egal. Au, ich bin gerollt! Ach, fick dich, dann kämpfe ich mit Schild. Mhm. Nee! Ich war nicht in der Nähe. Fuck you. Ich hasse euch schon ziemlich stark. Ach, die Raben sind so ärgerlich. Es ist relativ einfach, denen auszuweichen, wenn man irgendwie neben oder hinter die kommt, weil die zu dumm sind zum Lenken beim Springen. Na, wenn du vor denen bist, auch wenn du 5 Kilometer weit weg bist, die treffen dich. Immer ein Stück. Ah. Aber jetzt muss ich nicht mehr da runter, also ist mir das egal, oder? Oder ist es besser, die da zu töten, weil die sonst von oben kommen? Ich weiß es nicht.
Habt ihr mich gesehen? Ah, das ist meine Menschlichkeit. Vielleicht soll ich da doch runter. Hahaha. Bitte nicht. Wie schnell die Kasse. Wow. Mann, fick dich. Der Feuerball-Mongo wird jetzt leider echt nervig. Schön. Jetzt möchte ich kurz wissen, welche Raben das sind. Wenn ich die aufscheuche, pass auf. Das sind die da oben. Gut, gut. Die sind hier, glaube ich, leichter zu bekämpfen als da hinten. Oh Gott, ihr haltet Blitze aber besser auf als viele andere. Ey. Den will ich jetzt gerne, jetzt lasse ich mit dem Schwert kurz niedermachen. Das ist unglaublich. Ich habe ihn erwischt. Sterb ich? Wollen wir bitte nicht? Fuck you. Fuck you. Frechheit, sowas sage ich dir. Du bist ein Feuermongo. Ich hasse Feuermongos. Ich würde dich gerne anvisieren. Den Treffer fress ich. Hier für dich. Die sind nämlich wesentlich schwerer zu besiegen. Und hier kommen noch mehr. Das war's. Das war's. Das war das Problem. Dö, 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 dö. Ist nicht wegen der Kamera sterben? Einen habe ich. Ich bin Profi. Der ist auch tot, oder? Deswegen habe ich noch in Erinnerung, dass es schwer waren. Das sind einfach vier von den Wichsern. Aber einer hat sich geopfert für das größere Wohl von mir. Das ist gut. Und die Folge ist schon wieder eigentlich fortgeschritten, sagen wir mal. Hier ist auch noch Velkas anderes Zeugs. Dann haben wir doch relativ viel erreicht. Dann bleibt noch so eine Sache. Und ich könnte auch runterspringen. Aber das ist eine dumme Idee. Also würde ich sagen, falls du aus dieser Folge. Nee, sag ich noch nicht tatsächlich. Ich gehe zurück zum Bonfire. Und hier liegt noch was. Ist da hoffentlich? Genau. Warte mal. Wie komme ich denn da hin? Das ist noch ein Item. Wie komme ich von hier weg? Habt ihr eine Ahnung? Oh, ja. Ich glaube, ich muss da runter zu den Ratten. Oder hier hin. Dann kommt hier eine Hülle. Ha! Kommt hier nicht von oben jetzt irgendwas, um mich zu ärgern? Ja. Und mit Ärger meine ich ganz schlimm ärgern. Nein. Könntest du bitte auch runterkommen? Fick dich. Das war das Problem, wenn man diese Sachen holt. Man ist sofort auf einen ziemlich blöden Fleck. Vergiftet er nicht. Können Sie das?
Fuck you! Ich wollte noch runter, aber ich konnte nicht. Wisst ihr was, das hole ich alles in der nächsten Folge wieder. Falls es euch gefallen hat, dann ob ihr den positiv bewerten könnt, kommentieren wir uns beim nächsten Mal wieder. Termin ist raus, bis dahin. Und tschüss.